Herzlich willkommen zu einer Videoserie über Wellenlehre. Ich habe, wie Sie wahrscheinlich wissen, auch ein Skript dazu, wenn Sie das interessiert. Wenn Sie noch mehr wissen möchten, wie das funktioniert mit diesen Wellen, können Sie dieses Skript beziehen. Das können Sie bei phys.ch, meiner Übersichtsseite, sehen, wie das funktioniert. Ich werde mich da nicht eins zu eins am Skript orientieren, aber ich werde doch einige Dinge, die im Skript vorkommen, jetzt anhand des Videos versuchen aufzubauen und zu erklären. Ich werde am Anfang etwas sagen über Wellenarten, was gibt es überhaupt für Wellen. Ich werde dann etwas über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Wellen sagen, kurz über Reflexion und Transmission sprechen und dann harmonische Wellen anschauen, also sinusförmige Wellen, und mit denen dann die Überlagerungen anschauen für einige Spezialsituationen. Dann werde ich über Akustik, also eine spezielle Wellenform, etwas sagen, die Dezibel einführen, was das bedeutet, dann zum Dopplereffekt kommen und dann noch ein paar Zusatzinformationen, Gruppen- und Phasengeschwindigkeit nur ganz kurz, die Theorie der Elementarwellen, die man braucht, um kompliziertere Wellensituationen zu verstehen, und dann noch das Spektrum der elektromagnetischen Wellen anschauen. Das ist so der Plan. Ich denke, ich werde da 8 Videos dazu machen, aber ich werde, wie gesagt, nicht eins zu eins da das ganze Skript durcharbeiten, sondern Ihnen, wie Sie es ja wahrscheinlich jetzt gewohnt sind, einigermaßen locker die wichtigsten Dinge erklären. Sie haben ja Begleitvideos auch zum Thema Wellen mit Experimenten, wo ich Experimente gefilmt habe. Das mache ich also hier jetzt nicht. Und ich habe auch Übungsaufgaben zum Wellenlehre schon gelöst auf Video. Also hier ist es wirklich der Theorieteil, den ich da separat mit Ihnen durchgehen möchte. Wellenarten. Also man muss wirklich am Anfang mal sagen, was sind überhaupt Wellen? Und viele, wenn ich das so frage, sagen ja, irgendwie sowas, nicht wahr? Dann machen sie eine Zeichnung. Und dann ist schon mal die Frage, was bedeuten jetzt diese beiden Achsen hier? Und die Zeichnung ist an sich eine Möglichkeit, wie man Wellen darstellen kann, aber da stellt sich sofort schon mal die Frage, was ist denn diese Achse hier, was bedeutet die? Bei den Schwingungen war das ja die Zeitachse, also eine künstliche Achse, die erklärt hat, wie sich die Schwingung bewegt. Bei Wellen kann das im Prinzip auch eine Zeitachse sein, wenn man zum Beispiel eine Wasserwelle anschaut und dort ein Korkstückchen auf der Wasser betrachtet, das da hoch und runter geht, dann macht das ja dann auch eine Schwingung. Aber bei Wellen ist eben neu, dass man hier auch eine Ortsachse haben kann, welche, also wenn ich ein Foto mache von der Welle, quasi zeigt, wie sich da diese Auslenkung der Oberfläche, wenn es eine Wasseroberfläche ist zum Beispiel, als Funktion des Ortes darstellt. Und genauso ist auch diese Achse hier, wie bei den Schwingungen, sehr unterschiedlich. Das kann tatsächlich ein Ort sein, das haben wir zum Beispiel bei den Wasserwellen. Und wir werden sehr oft von Wasserwellen sprechen, weil die kennt man gut und die sind auch von der Größe her gut zu beobachten, und man kann da Experimente machen mit Wasserwellen, die dann Wellenphänomene zeigen, die bei anderen Wellen auch auftreten, aber wo man dann aufgrund der Kleinheit oder Großheit der Wellendimensionen das nicht so schön zeigen kann. Also das kann eine Ortsachse sein, wie bei den Wasserwellen, wo die Oberfläche sich so bewegt. Es kann aber auch eine Kraftrichtung sein oder eine elektrische Feldrichtung oder ein Magnetfeld oder ein Druck oder so. Also was da dann steht, ist wie bei den Schwingungen sehr unterschiedlich. Jetzt reden wir mal ganz kurz von Wasserwellen, damit Sie sehen, was bei den Wellen besonders ist. Bei den Wasserwellen wäre die normale Wasseroberfläche, ja, wenn man das nicht stört, wird das so aussehen. Also hier X und hier von mir aus Y. Auslenkung, das ist bei einer normalen Wasseroberfläche, wenn das Wasser nicht gestört ist, wird das so aussehen. Wenn ich jetzt eine Störung mache, also zum Beispiel hier Wasser an einer Stelle rausnehme und an einer anderen Stelle hochbringe, dann stecke ich Energie rein, ich muss da Wasser hochheben, und das bleibt dann nicht so, oder? Diese Störung der Oberfläche, also wenn das jetzt Sand wäre beispielsweise, dann könnte ich ja da Sand wegnehmen, da hinauf tun, und das bleibt dann so. Die Reibung, die verhindert dann, dass das Ganze sich bewegt. Aber bei Wasser, wo diese Reibung nicht so groß ist, wird nachher diese Störung so nicht bleiben, sondern diese Störung wird sich nachher im Raum ausbreiten, in diese Richtung und in diese Richtung. Und diese Ausbreitung einer Störung im Raum, das nennt man allgemein eine Welle. Man braucht also dazu
meistens ein Medium, auf der die Welle laufen kann, zum Beispiel die Wasseroberfläche. Und man braucht eine Störung dieses Mediums, damit dann diese Störung sich dann eben ausbreiten kann. Ist ganz wichtig, wenn so eine Wasserwelle sich bewegt, dann wird das Wasser selbst nicht in der gleichen Richtung sich bewegen. Sonst hätte ich nämlich eine Strömung. Also Wasser kann sich natürlich auch bewegen als Teilchen, als Materiestrom. Dann haben wir einen Fluss oder so oder einen Wasserstrahl. Das ist keine Welle, oder? Das ist eine Strömung und da haben wir andere Gesetze, die wir auch schon angeschaut hatten bei der Strömungslehre. Wenn wir eine Welle haben, dann bleibt das Wasser an sich an Ort und die Wasserteilchen, die machen eben danach solche Bewegungen um ihre Ruhelage herum und diese Bewegung ist eben so koordiniert, dass nachher diese Bewegung, diese Information oder diese Störung, die man am Anfang gemacht hat, sich wirklich ausbreiten kann. Das ist so ein Phänomen, also Wasser, oder generell Wellen, haben keinen Materietransport zur Folge, sondern sie haben Transport von einer Störung. Und diese Störung kann jetzt sinnvoll sein, dann nennt man sie Information. Ich kann zum Beispiel mit einer solchen Welle, nehmen wir die Schallwellen zum Beispiel, kann ich Information übertragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel spreche, dann wird ja mein Mund und meine Stimmbänder und so erzeugen einen Ton. Das ist zunächst mal eine Schwingung am Ort des Kehlkopfs und diese Schwingung wird dann als Schallwelle durch den Raum transportiert. Gleichzeitig kann diese Störung auch Energie transportieren. Wellen können also auch Energie transportieren. Ganz bekannt sind die Lichtwellen. Licht ist ja auch eine Welle. Und die ganze Sonnenenergie, die man ja heute immer mehr nutzt für alles Mögliche, also für alle möglichen Energiefragen auf der Erde nutzen kann, diese Sonnenenergie kommt also als Form von Wellenenergie zu uns, in Form der elektromagnetischen Welle. Aber Sie können auch mit Wasserwellen Dinge in Bewegung versetzen. Das wissen Sie, wenn da ein Boot ist, das schaukelt, dann wird es ein bisschen später ein anderes Boot in der Nähe auch anfangen zu schaukeln. Oder Sie können damit auch Dinge zerstören, wie man ja bei starken Stürmen und so weiter auf dem Wasser erlebt. Also Wellen können Energie transportieren, sie können Informationen transportieren, aber normalerweise keine Materie. Das ist mal das eine. Jetzt wenn man so die Wellen anschaut, was für Wellen es so gibt, da kann man, wie gesagt, diese Wasserwellen zu Hilfe nehmen, die sind sehr gut sichtbar, man kann auch Schallwellen zu Hilfe nehmen. Und beim Schall ist es so, dass die Luftteilchen, die normalerweise da irgendwie einer gewissen Dichte da vorhanden sind, die werden durch so eine Kompression, zum Beispiel wenn ich da klatsche, werden die durch eine Kompression näher zueinander gerückt. Und weil die Teilchen sich ja immer in thermischer Bewegung befinden, wird diese Verdichtung an dieser Stelle sich dann durch Stöße im Raum ausbreiten und diese verdichtete Stelle geht nachher durch den Raum hindurch und kommt dann irgendwo bei einem Empfänger wieder an. Das kann zum Beispiel ein Trommelfell sein oder ein Mikrofon, eine Mikrofonmembrane, die dann mit dieser Verdichtung ausgelenkt wird. Also wenn ich hier eine Verdichtung mache, wird die ein bisschen später bei einem Empfänger ankommen und diese Information, die eben hier ist, oder die Energie, die hier produziert wurde, wird im Raum transportiert und kommt dann beim Empfänger wieder an. Sender, Empfänger. Wir haben ja beim Thema Modulation bei der Schwingungslehre gesehen, dass man auf diese Art eben auch Information in Form von Musik oder so übertragen kann. Also da könnte man an der Stelle könnte man die Schwingungen sehr elegant in die Wellenlehre überführen. Damit das funktioniert, müssen diese Teilchen sich gegenseitig ja spüren. Im Fall der Gasteilchen sind das die Stöße, die da aufgrund der thermischen Bewegung stattfinden. Im Fall der Wasseroberfläche ist das die Oberflächenspannung, kann man mal sagen, aber auch diese Energiefrage, die ja bei der Wasserwelle entsteht. Wenn ich also da Wasser hochhebe, habe ich auf diese Art diese Oberfläche gestört und diese Energie, die da hineingesteckt wurde, breitet sich dann auch aus. Aber wichtig ist, dass da Kontakt vorhanden ist. Also die Teilchen müssen sich gegenseitig spüren, sonst gibt es keine Wellenausbreitung. Und diese Kraft, diese Kopplung, die die Teilchen untereinander haben, werden wir dann nachher beim Thema Fortpflanzungsgeschwindigkeit ausführlich besprechen, weil da kann man direkt ausrechnen, wie schnell sich die Welle ausbreitet. Jetzt eine andere Welle, die vielleicht etwas ungewöhnlich erscheint, ist die OLA, die Stadionwelle. Das ist auch eine Welle und zwar auch physikalisch gesehen
ist eine Ola eine Welle, die sich mit den physikalischen Gesetzen eigentlich ausbreitet. Man hat offenbar Luftaufnahmen gemacht von solchen Ola-Bewegungen und hat dort so Dinge wie Beugung und wie Interferenz nachweisen können, obwohl diese Welle ja von Menschen quasi gesteuert ist. Man sagt ja oft, Physik ist die Lehre von der unbelebten Natur, aber da funktioniert es also noch mit der Welle. Und so eine Ola, also die, die das nicht kennen, das sind die Leute nebeneinander und die haben da ihre Hände. Und wenn einer die Hände hochhebt, dann sieht das der Nachbar, macht dann auch die Hände hoch und dann sieht es diesen Nachbar, macht dann auch die Hände hoch, der hat sie dann unterdessen wieder unten. Also es sieht irgendwie am Anfang so aus, ein bisschen später ist dann die Bewegung so und noch später ist sie so. Also da breitet sich die Welle aus. Und die Geschwindigkeit, mit der die Welle sich ausbreitet, hängt zum Beispiel davon ab, wie gut die Reaktionszeit ist. Also wie fit die Leute quasi noch sind. Wenn der schnell merkt, dass da was los ist, geht dann die Ausbreitung schneller. Und wenn sie schon müde sind, vielleicht Bier getrunken haben oder so, dann geht das langsamer. Und auch die Masse, die hier bewegt wird, diese Arme, nicht wahr, die werden dann im Laufe der Zeit auch schwer. Das heißt, wenn da die Masse dann größer wird, die Trägheit also größer wird, wird die Welle sich ebenfalls langsamer ausbreiten. Was wir hier bei der Ola aber sehr schön sehen, ist, dass diese Bewegung eigentlich senkrecht stattfindet zur Ausbreitungsrichtung der Welle. Also die Welle breitet sich da entlang der Stadionreihen aus, aber die Arme bewegen sich hoch und runter. Das heißt, diese Welle hat eine Ausbreitungsrichtung, die senkrecht steht zur Bewegungsrichtung der einzelnen Teilchen. Und so eine Welle nennt man eine Querwelle oder eine Transversalwelle. Also es ist quer zur Ausbreitungsrichtung der Welle. Wenn man diese Ausbreitungsgeschwindigkeit mit V bezeichnet, dann ist diese Bewegungsrichtung senkrecht dazu. Man kann aber auch sich vorstellen, dass diese Leute anders bewegen. Und wenn Sie vielleicht, haben ja Leute aus Deutschland, in Bayern oder so, da gibt es ja diese Bierfeste und so. Und wenn man sich überlegt, was da die Leute machen, wenn sie sich da wohlfühlen und mit der Musik sich bewegen, dann gibt es auch die Bewegung, die dann so aussieht. Nach links und nach rechts. Und dann bewegt sich der zuerst so und dann wird der auch angestoßen, bewegt sich auch nach links und rechts und der auch so. Und diese Störung, die der Erste macht, ist also eine Störung in der Richtung. Aber diese Störung wird dann auch an den Nachbarn weitergegeben. Das heißt, die Ausbreitungsrichtung der Störung ist ebenfalls in der gleichen Richtung. Man nennt das dann auch Schunkel, nicht wahr? Schunkel im Volksmund. Und das ist dann eine Längs- oder Longitudinalwelle. Solche Wellen, wo sich die Ausbreitungsrichtung und die Bewegungsrichtung der Teilchen parallel zueinander verhalten, sind Längs- oder Longitudinalwellen. Diese beiden Begriffe sind recht wichtig in der Wellenlehre. Man kann sich vorstellen, dass diese Welle hier, wo man die Ausbreitungsrichtung hat und die Bewegungsrichtung, dass da im Prinzip alles definiert ist. Mit der Ausbreitungsrichtung habe ich auch die Bewegungsrichtung der Teilchen festgehalten. Bei der Welle hingegen ist es so, dass die Ausbreitungsrichtung ja so zeigt und die Bewegungsrichtung ist einfach senkrecht dazu. Ob die kann auch so stehen. Also wie sie dann genau senkrecht steht, das ist im Prinzip bei dieser Querwelle noch nicht weiter definiert. Und wenn man jetzt diese senkrecht zur Ausbreitungsrichtung stehende Bewegungsrichtung weiter einschränkt, zum Beispiel sagt, ich will, dass sie sich nur so bewegen, dann nennt man diese Querwelle polarisiert oder in dem Fall dann linear polarisiert. Also Querwellen lassen sich polarisieren. Wenn sie so stehen, ist dann die Polarisationsrichtung fixiert und ich habe mit einer Einrichtung vielleicht diese Welle weiter eingeschränkt. Die Querwelle ist also nicht mehr so frei wie am Anfang, sondern ich habe sie in der Richtung eingespurt und damit polarisiert. Das ist eine lineare Polarisation der Welle. Und wenn diese Welle danach sich nach rechts bewegt, in unserem Fall, und ich mache später eine zweite Einrichtung, die versucht, diese Welle in der Richtung zu polarisieren, dann wird das nicht mehr gelingen. Die Welle wird nachher an dieser Einrichtung gestoppt, vielleicht reflektiert, vielleicht absorbiert und ich habe da hinten nichts mehr. Das heißt, mit zwei so Vorrichtungen, in der ersten Vorrichtung, wo ich die Welle in der Richtung polarisiere, und in der zweiten Vorrichtung, wo ich dann diese Polarisation quasi ändern möchte, kann ich entscheiden, ob die Welle eine Transversalwelle ist.
Wenn beide parallel sind, kommt die Welle durch. Wenn die beiden Einrichtungen parallel sind, kommt die Welle durch. Wenn die Senkel zueinander stehen, kommt sie nicht mehr durch. Man nennt dann dieses Teil hier einen Polarisator und diesen Teil hier einen Analysator, weil er analysiert quasi die Polarisationsrichtung. Und gerade bei Licht ist das möglich, dass man auf diese Art Licht auslöscht. Und diese Auslöschung von Licht ist ein Beweis dafür, dass eben Licht eine Transversalwelle ist. Weil das kann ich mit den Längswellen nicht machen. Ich habe viele Experimente gemacht dazu, auch wie man diese Position vom Licht demonstrieren kann, was man damit machen kann. Wenn Sie wollen, können Sie dann bei den Files mit den Experimenten zur Wellenlehre dort sich weiter informieren, wie das aussieht. Ich zeige also hier jetzt keine Experimente. Ich möchte aber noch etwas sagen, nämlich eine kleine geometrische Überlegung machen, wie man jetzt die Polarisationsrichtung benutzen kann, um die Intensität der Welle zu beschreiben. Ich stelle mir mal vor, ich schaue jetzt die Welle von daher an. Also ich schaue mir die Richtung der Ausbreitung, stelle ich mir hier hin und schaue in diese Richtung, nicht wahr? Dann kommt das die Welle auf mich zu und das würde man in der Vektorgeometrie so zeichnen, dass die Wellenausbreitung als Pfeil, der auf mich zukommt, so aussieht. Das ist quasi die Spitze vom Pfeil, die Welle kommt auf mich zu. Das ist in dieser Blickrichtung. Und die Wellenbewegung selbst, haben wir gesehen, die geht so hoch und runter. Das ist diese Situation. Wenn ich jetzt hier einen Polarisationsfilter einbaue, das schräg steht, also die, wir haben gesagt, das wird so polarisiert, ich mache jetzt eines, das irgendwie schräg steht, dann heißt das, ich habe hier so eine Richtung mit dem Winkel Alpha vorgesehen, wo die Welle durch sollte. Jetzt habe ich ja hier eine Amplitude, so nennt man das bei der Welle, also diese Amplitude hier, und die wird jetzt mit diesem Polarisationsfilter reduziert, geometrisch, so wie ich eine Projektion machen würde. Das heißt, die alte Amplitude A, die ich hier hatte, wird nachher auf eine neue Amplitude A1 reduziert, das ist die grüne Amplitude links und rechts. Und rein aufgrund der Projektionsregel kann man sagen, dass A1 ist das gleiche wie das A. Das ist das hier, die Ankathete in diesem Dreieck hier. Wir haben Ankathete durch Gegenkathete gleich Cosinus Alpha. Oder anders gesagt, A1 ist nach A mal Cosinus Alpha. Und da sieht man, wenn der Winkel Alpha, also 90 Grad wird, danach ist der Cosinus ja 0 und da kommt nichts mehr durch. Das ist zwar die Amplitude A noch da, aber A1 ist dann 0. Also wenn wir das jetzt als Funktion von Alpha zeichnen würden, kann man sagen, am Anfang ist die Amplitude gleich groß wie das A. Und dann geht es runter auf 0 bei 90 Grad und würde dann theoretisch negativ, wenn man das jetzt einfach in Projektionssituationen anschauen würde. Allerdings müsste man sich überlegen, was beobachtet man eigentlich von der Welle? Ist das die Amplitude, die man beobachtet, oder ist es nicht eher die Energie, die man beobachtet? Nun, das kommt ein bisschen darauf an, was man genau für eine Situation hat, aber oft ist es die Energie, die man anschaut, und schon bei der Schwingungslehre haben wir gesehen, die Energie einer Schwingung ist proportional zur Amplitude im Quadrat. Das heißt, ich müsste jetzt hier, wenn ich die Energie anschauen möchte, oder wenn man so will, die Intensität, also Leistung pro Fläche, dann müsste ich für die Intensität jetzt diese Kurve quadrieren. Das wird dann irgendwie so aussehen, dass es hier runter geht auf 0 und dann wieder positiv wird. Also die Helligkeit, wenn das jetzt Licht wäre, ist, wenn ich beide, wenn ich da den Winkel Alpha 0 Grad habe, maximal, da geht es runter auf 0 und wird dann wieder maximal bei 180 Grad. So viel mal zur Einführung. Was sind Längs- und Querwellen, habe ich jetzt gesagt. Ich habe gesagt, was überhaupt Wellen sind. Wir haben die Schallwellen als Beispiel kennengelernt, wir haben die Wasserwellen angeschaut. Ich habe von den elektromagnetischen Wellenkurs gesprochen, also Licht zum Beispiel. Weitere Wellen wären Erdbebenwellen, also das sind auch Verdichtungen, die also ähnlich sich wie Wasserwellen dann über die Erdoberfläche ausbreiten.
Und wir können zum Beispiel auch Seilwellen betrachten, also ein Seil, das gespannt ist. Wenn ich da kurz störe, dann wird sich das auch diese Störung als Welle über das Seil ausbreiten. Das ist dann interessant im Zusammenhang mit den Musikinstrumenten, die mit Saiten funktionieren. So viel mal zum ersten Teil, Wellen, Teil 1.